Hey Leute, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Ich schwör, ich krieg nur auf die Fresse, ne? Ich krieg nur auf die Fresse. Ja, aber ich sag dir, ich sag doch euch allen, Leute, ich finde, dieser Valentinstag, der ist der unnötigste Tag, den es gibt. Ein Herr Valentin, das ist doch männlich. Da müssen doch die Männer beglückt werden, nicht die Frauen. Aber sei es drum. Meinetwegen, dann ist halt so, aber ich finde es halt unnötig. An dem Tag wird alles teuer. Aber wenn speziell in Restaurants irgendwelche Valentinstags-Dinger kreiert, die dann 30-50% mehr Geld kosten. The elevator. It'll get me up to the chapel. Wenn du dir eine Rose kaufen willst, musst du fast schon Gold hinlegen. Also ich brauche das nicht. Also ich lege da auch keinen Wert drauf. Na, da ist sie schon wieder. Die Hexe. Ja, wie soll ich jetzt runterkommen? Nach dem Wieder wird die Schocke aber billiger. Ja, dann ist doch okay. Ich hau erstmal ab, bin vielleicht später wieder da. Nick, vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast, ja? Danke fürs Zuschauen, danke für alle Lurks, auch an den Dicken, ne? Danke für deinen Lurk. Danke, danke, danke. Vielen, vielen, vielen Dank euch allen, ja? Herzlichen Dank. Nick, ich habe dich nicht vergessen wegen Mario Kart, ne? Also, das machen wir noch. Das wird richtig brutal. Da freue ich mich schon. Schönen Abend schon mal, ja? Naja, meine Wodka hat mich wenigstens nicht vergessen. Wodka ist gut, hoffe mit Kirsche. Wodka fragt nicht, Wodka versteht. Definitiv, Nick. Ich vergiss das nicht. Ich muss aber Outlast vorher erst fertig machen, weil ich brauche auch Videomaterial für YouTube tatsächlich. Und das würde ich nämlich gerne dann, ne? Wisst ihr, wie es ist. Und ja, bald sehen wir uns auf jeden Fall in Mario Kart wieder. Mario Kart vielleicht sogar heute noch, weißt du? Nachdem ich fertig bin, so ein paar Ründchen. Weiß ich nicht. Sponti. Aber vielen Dank, dass du da bist und zugeschaut hast. Danke dir. Aber den Satz muss ich mir merken. Wodka fragt mich, Wodka versteht. Easy. Dankeschön. Dafür. Ein Keks. Ein Chippen. Was soll ich jetzt mit ihr machen? Wie soll ich da vorbeikommen? The sins of Zion are bound up and all debts to God come due. There's wailing. There's pain. Ich muss da so, ne? There's blood, but it is joyous all for we. So, Crimson Rider hat einen Bug gefunden. Jo. Leute, ich habe einen Bug gefunden. Jo, ich habe einen Bug gefunden. Bin rausgeglitscht. Ich bin rausgeklippt. Ich wollte das nicht mal. Jetzt ohne Witz. Er sucht für mich schwarze Rose, aber ich bei Amazon 100 Stück. Gibt's es? Gott, wenn ich jetzt speichern und beenden, was passiert jetzt? Ich war verbuggt. Alle haben's gesehen. Leute, wie bin ich hier durchgekommen?
Okay. Der ist gerannt. Er hat geschrien. Meinst du, ich komme jetzt einfach durch? Ich renne jetzt einfach. Aber es kostet bestimmt viel auf Amazon sowas, oder? Diese 100. Okay, hier ist nichts. Gott sei Dank sind wir hier nicht runtergegangen vorhin. Ohne Witz jetzt. Kommt nie jetzt her. Also da würde ich gern rein, ne, wenn ich ehrlich bin. Rippchen, ey. Easy, ey. Da kann man bestimmt irgendwie rein. Da muss ich irgendwie reinkommen, oder? Da gibt es was zum Heilen. Ja, Mrs. Nana. Mit Prime geht nur am PC. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht. Oder über den Browser wahrscheinlich. Aber ich habe die Erfahrung auch schon gemacht. Leider. Ja, kann man sich schon mal gönnen, ne? Wir sinken da jetzt noch. Ich glaube, ich würde sicherheitshalber außenrum gehen. Falsches außenrum. Was ist das für ein Witz? Ich habe keine Ahnung, Nana. Ich verstehe das selber nicht. Prinzipiell. Ich sehe nichts! Mann! Kein Wunder, warum die alle weggerannt sind. Schwarze Rosen, aber er findet keinen und nicht bei Amazon. Ach so, so meinst du es. Ja, ich will ja nichts sagen, aber dann, Anna, nicht, also dann hat er nicht wirklich Bock gehabt, vielleicht, ne? Ja, das war Rip. Da unten war sie, ne? Wenn ich jetzt hingehe, bin ich Rip, Alter. Nochmal, nochmal. Ja, nochmal, Izzy. Du magst sowas, ne? This way is forgiven. Digga, wie? Was ist mit der? Oh, oh. Oh, 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 oh. Digga, was ist mit dem? Oh mein Gott, ich schwöre, ich schwitze. Digga, was ist mit der? Die rennt um ihr Leben, ey. Er hat auch meinen 18. auch vergessen. Na, dann ist es nicht ein richtiger, ne? Sorry. Also, den 18. vergessen, das geht gar nicht. Ich meine, andere sagen auch wieder so, 18. ist auch nichts Besonderes, aber Geburtstage kann man als Freund schon mal, sollte man nicht vergessen, ne? Du kannst jetzt sagen, was du willst. Also, ich bin echt schon wieder RIP, ne? Lass mich auch rein. Ah, Mann, komm schon. Hilfe! Nicht auf dem Ofen sitzen. Auch easy. So ein Scheiß, ey. This way is forgiven. Okay. Ja, ja, ja. Ah!
Das ist echt nicht cool. Sag ich echt, das muss nicht sein. Also Valentinstag hätte ich jetzt Auge zugedrückt, ne? Aber so für Geburtstag, das geht nicht. Das war vollgeschummelt. Ich habe nichts getan. Ja, ja. Die singt immer noch ihre Lieder. Haben die hier irgendwas Wertvolles? Nee, ne? Ich sag, ich habe so Probleme mit Outlast 2. Ich schaff's nicht. Ich will. Digga! Mann, ey! Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ja, ich will nicht, ich will da nichts sagen, aber ich persönlich, ich habe mich da schon längst umgeguckt. Ist die Frage von Wut. Hallo. Warte, die ärgere ich jetzt. Pass auf. Und rennen! Renn! Renn, Bruder! Renn! Woppa! Okay, jetzt sind wir hier oben. ...1971, Temple Gate. Okay. Komisch. Komm, wie es dir damit geht, keine Anschuldigung machen, aber klar sagen, was du von der Beziehung wünschst. Izzy, ich hätte es nicht besser sagen können. Aber das habe ich auch gemeint, natürlich. Genau so. So ist es, Izzy. Genau so. Das stimme ich dir sofort zu. Temple Gate, founded by Sullivan Noth. Modern Ezekiel. Their knives sharp for the enemy. Mhm. Ja, Izzy, bist du auch. Kann man so sagen. Dann muss man Demon, Girl, irgendwann mal für sich entscheiden, ob das noch Sinn hat oder nicht, das Ganze. Ganz klare Sache. Also hört sich jetzt scheiße an, ist aber leider so. Das ist wichtig und richtig. Und da kannst du dir auch da nichts, also persönlich nichts falsch gemacht. Es ist nur weise und richtig. Finde ich jetzt. Ein Gespräch anlassen hat keinen Sinn. Schluss machen, was Besseres suchen. Richtig. Es gibt immer was Besseres. Es gibt immer eine Alternative. Ist so. Ich meine, wenn man unglücklich ist und wenn es einem nicht gefällt, da ist was. Oh, der ist tot. Dann musst du ja agieren. Er kuschelt und so, ne? Aber wenn er mich nennt, ne? Dann küsst er mich zuerst. Glaub, vielleicht, ich will ja nichts, weil er Hormone hat. Jessica. Wahrscheinlich. Danke für dein Sub, Mann. Schön, dass du immer noch bei uns bist, Mann. Freut mich riesig. Vielen Dank, Nana, für deinen Sub im zweiten Monat. Kleiner als drei zurück. Vielen Dank. Echt lieben Dank von dir. Danke, dass du dir jetzt das angetan hast, am PC noch zu machen. Okay, ist zu. Vielen lieben Dank. Irgendwo höre ich was.
zu. Und ich nehme Messer. Verstehe ich das nicht leider so? Da ist irgendwas. Ein sehr schlechtes Gefühl bei der Sache. Körperlich interessiert, aber emotional zu unreif. Leider ist es in jungen Altern öfters der Fall. Also also Izzy hat da nicht ganz Unrecht. Könnte leider so sein. Vielen lieben Dank, Nana, dass du es dir angetan hast. Wirklich, ich schätze das hier. Also jeden Sub schätze ich sehr. Vielen, vielen Dank, Leute. Ihr ermöglicht, dass ich den Stream aufrechthalten kann. Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Einmal unten nie wieder, sagst du. Wahrscheinlich wäre auch nicht schlimm. Also wenn das so ist, dann ist es halt so, ne? Muss ich ehrlich sagen. Mal ob ich sein Ohrring mag oder nicht, aber gut. Ja, es ist das, was ich tut mir fürchterlich leid, aber Izzy hat halt wahrscheinlich leider recht. Sub, 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 sub. Vielen Dank. Der dicke nächste Mal sub nur noch vom PC aus. Holy moly. So muss das. Vielen, vielen Dank. Ich will wieder nach oben. Er kommt. Ja, aber ich kann auch nichts dafür. Nein. Oh mein Gott, ich habe so Gänsehaut. Diese Schule, ne, die fuckt mich ab. Oh mein Gott, ich habe so Gänsehaut. Oh mein Gott, ey. Schulen sind halt aber auch nicht echt ekelhaft. Ja, man, Schule ist jetzt einfach der Bruderhorder. Die Zeit von 15 bis 15 beziehungstechnisch viel komplizierter, als sie sein muss. Ja, Izzy, stimme ich zu. Anna, mach so, wie Izzy gesagt hat. Das deine Wünsche und alles äußern. Und ansonsten musst du selber entscheiden. Es sind ja nur Tipps. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Meine Albträume spielen in meinen alten Schulen. Machst du einfach die Tür auf, ja. Schau, ich mach die nächste auf. Aber ich hab echt ohne Witz. Schau, ich hab die Tür abgesperrt mit dem Ding. Ich will es nicht aufziehen. Und jetzt sieht man das? Ich hab so eine fucking Gänsehaut gerade. Ey, steht alles einfach. Halt's Maul, ey. Gut, ich mach's jetzt, okay? Ich mach's jetzt. Ich erschreck mich nicht. Penis aus der Kiste. Dick in der Box, oder? Jessica! Jessica! Jess!
Jessica! Fuck. Ich will auch. Kack dich dann. Ich hasse solche Spiele. Digga, ich weiß nicht wohin, aber ich laufe einfach. Ja, du bist selber Scum, Alter.